Hallöchen und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video aus einem ganz speziellen Grund. Oh ja, ich habe endlich wieder ein neues Mikrofon. Und es ist so geil, es ist so ein geiles Gefühl, das ist echt schwer zu beschreiben irgendwie. Endlich mal wieder professionelle Soundqualität, zumindest einigermaßen professionell. Und ja, hier ist das gute Stück. Eigentlich kennt ihr es ja schon von meinem alten Mikrofon, von meinem vorletzten so gesehen. So, zeig dich, du Schönheit. The T-Bone SC450 USB. Das beste Großbandmikrofon bei der mittleren Preisklasse. Noch ein bisschen besser wäre das Rode NT1A, aber das kostet auch ein bisschen über 200 Euro. Und dann braucht man noch einen Synthesizer-Mischpult dazwischen, und es wäre ein bisschen zu teuer. Und ja, bei dem Paket war das Mikrofon dabei. Die Mikrofonspinne, also da, wo das Mikrofon eingesteckt wird. Und dann noch das Kabel. Was nicht dabei ist, ist der, ja, das Gerüst hier an sich, sage ich mal. Der geile Popschutz, der sehr, sehr wichtig ist. Und auch noch der Ständer an sich, um es auf den Tisch zu stellen. Das ist aber nicht dabei. Das gibt es alles nur in der Podcast-Variante, beziehungsweise den Bodenständer nicht. Den muss man sich nochmal separat dazu kaufen. Aber da das eh nur von meinem alten Set habe, und da sogar noch ein... Na komm her. So. Hört man den Unterschied? Ohne Popschutz? Hallöchen. Mit Popschutz? Hallöchen. Ja, zumindest ein bisschen. Gut, ich habe auch noch ein Mikrofonständer an sich für Gesangsaufnahmen zum Hinstellen und zum Singen, wie bei der Supertalent, DSDS und so weiter. Also direkt so eine Art Mikrofonständer, so ein normales. Habe ich auch noch da, aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ich endlich wieder ins habe, wo ich dann richtig arbeiten kann, beziehungsweise wo jetzt die Soundqualität wieder ein bisschen besser ist. Ich habe jetzt gefühlte 4 Monate mindestens mein Webcam-Mikrofon hergenommen, also von diesem Teil da das Mikrofon, und das ist ziemlich kacke. Aber ja, besseres hatte ich nicht, und bei meinen alten, das ich auch noch hier habe, so, ist unten was abgebrochen und da ist auch innen drin irgendwas kaputt gegangen. Was auch nicht gerade so cool ist, aber naja. Die Reparatur wäre mindestens fast genauso teuer gewesen und ja, dann noch Versandkosten und Reparaturkosten und bla 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 bla. Hätte ein bisschen mehr gekostet wahrscheinlich, deshalb ist das schon ganz cool. Und das Ganze war übrigens so verpackt. Also da drin war das Mikrofon und hier diese Spinne, wo man das noch reinstecken kann. Also das war da drin. Welches in dieser Schachtel war? The T-Bone. Normale Pappschachtel. Und das war in dieser Schachtel. Oh. Sieht man es? Auf jeden Fall ein riesiger Oschi, der zum Glück relativ leicht war durch diese ganzen Luftpolsterfolien. Da waren gefühlt Tausende drin. Und die Kamera ist so geil hingedreht. Schon ein bisschen besser. Gut, ich freue mich auf jeden Fall, dass es endlich mal weitergeht. Und das Ganze verdanke ich meiner besten Freundin Julia. Nochmal vielen Dank, du bist der Beste. Mille grazie. Denn ich könnte mir das eigentlich derzeit nicht leisten, denn ich hatte jetzt eine etwas höhere Autoreparatur. Ich hatte noch den TÜV an sich. Wo da auch noch ein paar neue Winterreifen dabei waren, die auch ein bisschen gekostet haben. Da war noch die Steuererklärung. Da war noch das und das und das und das und das und das und das. Also da war schon einiges zu zahlen, leider, wie es normal so ist. Und deshalb konnte ich mir es eigentlich nicht leisten, so nebenbei. Aber ja, da ich ja bald Geburtstag habe, Anfang Dezember, ist das ein vorgezogenes Weihnachtsgeburtstagsgeschenk. Und das ist schon, ja, ziemlich cool. Ich freue mich einen Keks. Und das heißt, dass bei den meisten zukünftigen Videos jetzt die beste Tonqualität dabei ist. Außer bei Inazuma Eleven Go 2 Chronostones. Da ist es nämlich erst ab Kapitel 10, also ab Video Nummer, also Part Nummer 65. Bis 64 ist noch die alte Tonqualität, aber 65 wieder die etwas bessere. Und sonst eigentlich bei allen zukünftig kommenden Videos. Und das ist schon ziemlich cool. Und ja, dann sage ich mal Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.